Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Unboxing meiner neuen 4K-Kamera Sony Alpha 6300 für euch, die ich mir heute gegönnt habe und es kaum erwarten kann, sie auszupacken. Viel Spaß! Dieses Video ist mit der Sony Alpha 6000 aufgenommen von meinem Kumpel. Ganz am Ende werdet ihr dann natürlich noch Videomaterial sehen, wie ich mit der neuen 6300 filme. Ich hoffe, dadurch wird sich in Zukunft in meinen Videos die Qualität noch mehr steigern. Ich benutze auch ein neues Schnittprogramm und morgen, leider erst morgen, kommt auch mein neu bestelltes Mikrofon, das Zoom H1. Leider noch nicht heute, aber ich konnte einfach nicht abwarten, bis morgen hier diese Sony Alpha 6300 zu unboxen, da ich es kaum erwarten kann, mit ihr zu drehen. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal. So, das ganze Video hier jetzt zu machen hat länger gedauert als gedacht und ich kann es kaum erwarten, hier dieses Siegel zu brechen. Na. Packen wir das gute Stück mal aus. Als erstes bekommen wir natürlich gefühlt 5000 Seiten Handbuch. Irgendwelche Warranty Cards wahrscheinlich noch. Legen wir direkt mal zur Seite. Weiter geht's mit diesen Laschen hier, ach, oder hier. Wir bekommen einen ausländischen Ladeadapter. Einen deutschen bzw. europäischen Ladeadapter. Ein cooles Umhängeband für die Kamera. Ein Akku, ein Micro-USB-Kabel für den Datentransfer und zum Aufladen, meine ich. Was haben wir hier? Ach, den Zwischenstecker für das Ladegerät. Kann man direkt mal zusammenstöpseln, würde ich sagen. Und hier dann eben per USB ladbar. Auch etwas störrisch am Anfang das Ganze. Hier haben wir noch so einen kleinen Abstandshalter. Und, oder ist das für den Sucher? Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal für den Sucher. Und kommen wir nun zur eigentlichen Kamera. Ich habe mir das Set inklusive dem Kit-Objektiv bestellt. Und hier ist sie. So, von weg ein paar technische Daten. Die Kamera besitzt einen vollwertigen APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln. Sie nimmt in 4K auf, eigentlich in 6K, aber skaliert das Ganze auf 4K runter, weshalb wir ein ultrascharfes 4K-Bild erhalten. Das Display ist leider ein kleiner Kritikpunkt. Es lässt sich nur, sagen wir mal, 95 Grad ungefähr umklappen. Und eben nicht nach oben. Das heißt, gerade für YouTuber ist es ein großer Kritikpunkt und auch habe ich schon im Internet viele negative Punkte dazu gelesen. Insgesamt wirkt die Verarbeitung extrem hochwertig. Es ist ein Magnesiumgehäuse und ja, liegt super gut in der Hand. Vorne seht ihr das Standard-Kit-Objektiv mit einer Brennweite von 16 bis 50 mm. Außerdem integriert der Optical Steady Shot, das heißt ein integrierter Bildstabilisator. Hier oben sehen wir noch eine kleine Schutzkappe für den Blitzschuh, wo man auch bestimmte Sony-Mikrofone direkt anschließen kann. Oder eben einen externen Blitz. Hier noch den integrierten Blitz. Unten befindet sich eine kleine Öffnung für die SD-Karte und den Akku. Der Akku soll ja wie bekanntlich auch nicht der beste bei der Sony Alpha-Reihe sein, weshalb ich mir auch zwei Ersatzakkus direkt mitbestellt habe. Insgesamt macht die Kamera einen extrem hochwertigen Eindruck und ich muss sagen, ich freue mich schon riesig drauf, 4K-Videos für euch mit dieser Kamera zu produzieren und meine Qualität immer weiter zu steigern. Außerdem noch super erwähnenswert natürlich und was diese Kamera auch gerade auszeichnet, ist der unglaublich gute Autofokus mit, ich meine, 425 Autofokuspunkten, was einfach gigantisch ist und gerade für Tech-Videos, wie ich sie auf diesem Kanal produziere, einfach ein Muss ist.
Davor hatte ich die Canon 600D, EOS Canon 600D, genau. Und die hatte einfach nicht mal einen Autofokus. Das heißt, ich konnte ja nur mit einem festgestellten Fokus hier arbeiten. Und gerade beim Unboxing ist es natürlich der Tod. Weshalb ich natürlich mich über dieses Upgrade hier unglaublich freue. Morgen folgt dann noch mein, wie schon angesprochenes, Zoom H1 Mikrofon für noch besseren Ton und ebenfalls eine Aufwertung der kommenden Videos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer riesig über ein Like und ein Abo freuen. Teilt es auch gerne mit euren Freunden. Irgendwelche Fragen könnt ihr natürlich wie immer in den Kommentaren stellen. Außerdem schreibt mir doch mal, was ihr von meinem neuen Kanalbanner haltet. Den hat mir ein Abonnent freundlicherweise erstellt. Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit meiner neuen Sony Alpha 6300 werde ich die künftigen Videos natürlich wie schon versprochen produzieren. Ich habe mich jetzt entschieden, hier die Alpha 6300 doch komplett rauszulassen und das ganze Video mit der Sony Alpha 6000 meines Kollegen aufzunehmen. Am Wochenende kommt ein neues Video mit der Sony Alpha 6300. Bis dahin macht's gut und danke fürs Zuschauen.